Ja, und weiter geht's mit vorbildlicher Infrastruktur und damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei talradler.de. Heute bin ich mal in Soest unterwegs, um mir die Jakobistraße anzugucken, denn die hat für die Radverkehrsführung in diesem Jahr den Deutschen Fahrradpreis gewonnen. Das Problem mit den sogenannten Schutzstreifen ist hinlänglich bekannt. Zum einen führen sie oft durch die Türzone der parkenden Autos, zum anderen halten die anderen Verkehrsteilnehmer den Schutzstreifen für eine eigene Spur. Das Problem, man wird zu knapp überholt und es kann zu gefährlichen Szenen kommen. In Soest hat man das anders gelöst, da hat man den Schutzstreifen mitten auf die Straße gemacht. Ein Überholen ist an der Stelle nicht möglich, aber wie man hier in dem Video sieht, das geht eigentlich alles ganz harmonisch zu dort in Soest. Unterm Strich eine tolle Sache, das würde ich mir auch woanders wünschen, nicht nur in Soest.